Die Wall Street rotiert und rotiert und rotiert, linke Tasche, rechte Tasche. Gestern haben wir Tech gekauft, heute Tech schwächer. Gestern haben wir Value verkauft, heute Value stark. Also es ist so dieses ewige Hin und Her, das schon fast ein bisschen ermüdend ist. Hat man den Eindruck, rotiert man sich so lange schwindlig, bis man irgendwann aus der Kurve fliegt? Das ist die Frage, ist das so eine Art Umverteilung, die vor zumindest einer Korrektur startet? Keine Ahnung, jedenfalls sehen wir, dass das ewige Spiel mit diesem linke Tasche, rechte Tasche Prinzip nicht enden zu wollen scheint. Schauen wir uns mal hier die US-Indizes an. Der DAX ist sowieso im Wachkoma, deswegen könnten wir uns durchaus gleich eben um die Wall Street kümmern und den DAX weglassen, aber zu Europa nachher ein bisschen mehr. Wir sehen Dow Jones plus 0,64%, S&P 500 praktisch unverändert, Nasdaq, der auf Future-Basis zunächst deutlich im Plus war, vorbörslich jetzt ins Minus gedreht und plötzlich die Small Caps, diese Value, in Anführungszeichen Value-Werte in diesen Nebenwerte-Index 1,5% im Plus. Auch der VIX, also die Vola, ist gestiegen ein bisschen. Wenn wir uns die Sektoren anschauen, sehen wir ganz vorne Energie plus 4%. Das war der Verlierer der letzten Tage. Wir sehen Financials stark, heute ja die US-Banken, dazu gleich mehr, sehr stark. Materials sind gefragt, also jetzt praktisch wieder dieses Reopening-Spiel, das man hier spielt, also diese Erwartung, ja, die Wirtschaft öffnet, dann kommt der große Boom. Dieses Spiel hat man in den letzten Tagen nicht gespielt, seit Ende März hat man Tech gespielt, Value, nämlich dieses Reopening Szenario ein bisschen beiseite geschoben. Also es ist intellektuell durchaus überschaubar, was da passiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hier nochmal auch die Volumina am Spider SPY, das maßgebliche S&P 500 ETF. Da sehen wir, da sind normalerweise so zwischen 80 und 100 Millionen Stücke laufen da um. Derzeit sind wir so bei 55, 60, heute jetzt 17 Millionen. Also wir haben praktisch derzeit, und das ist relativ repräsentativ für das Gesamtvolumen an der Wall Street, wir haben etwa die Hälfte der Umsätze, die wir noch kürzlich hatten. Das zeigt, wie redundant diese ganze Geschichte jetzt geworden ist. Auf was warten die eigentlich? Nach oben scheint die Kraft so ein bisschen zu fehlen. Es geht ja immer so ein Stück weiter nach oben, etwa beim S&P 500. Nach unten fehlt der Wille, es fehlt ein Trigger. Kommt der? Das ist die Frage, die sich viele wohl stellen. Es ist ein langweiliges Jahr im Vergleich zu 2020. Schauen wir mal da an, was da eigentlich gelaufen ist. Da gab es 2% Bewegungen an 18% der Handelstage. 2%, das muss man sich vorstellen. 3% an 11% der Handelstage. Also jeder 10. Handelstag mit einer Bewegung von 3%, 4% sogar an 7% der Handelstage. 5% an 4% der Handelstage, 6% an 3% der Handelstage. Wolfgang Müller hat bei Finanzmarktwelt heute einen Artikel geschrieben, Aktienmärkte 2020, Jahr der Kursturbulenzen, 2021 weiter so lahm. Das erinnert so ein bisschen an 2017, das war auch so ein deprimierendes Jahr. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mich da vor die Kamera schleppte mit meinen müden Knochen und ihnen verkündete, der S&P 500 ist heute wieder um 0,1% gestiegen. Und das ging Tage, Wochen, Monate. Und dann gab es eben diese Steuerreform, die dann doch noch kam von Donald Trump. Dann kam richtig Saft rein, die Märkte Anfang 2018 massiv nach oben gegangen, um dann Mitte Januar 2018 plötzlich abzuverkaufen. Dann war die Ruhe vorbei, dann kam Vola rein. Also ich hoffe, wir erleben nicht ein neues 2017. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Schauen wir uns mal an, hier diese Rotation. Russell 2000 sinnbildlich praktisch für Value. Im Vergleich zum Nasdaq 100 ist ja mit der Impfstoffhoffnung gestiegen oder besser gelaufen als der Nasdaq. Dann ging es wieder nach unten. Russell 1000 Growth to Value. Hier sieht man das. Da gibt es heute wieder einen Rücksetzer. Das ist von gestern Abend. Heute ist es wieder ein bisschen anders und morgen wird es wahrscheinlich dann wieder genau umgedreht sein. So kann man vermuten. Wir hatten in letzter Zeit, das hat sich heute auch wieder geändert, by the way, gesehen, dass man rausgeht aus Weak Balance Sheets, also aus Unternehmen mit schwacher Bilanz, reingegangen ist in Unternehmen mit starker Bilanz, Apple und Konsorten. Heute ist es wieder ein bisschen anders und morgen wird es wahrscheinlich wieder genau umgekehrt sein. Also täglich grüßt das Murmeltier. Heute hatten wir die Banken, JP Morgan Chase, sehr gute Zahlen. Aber die Aktie dennoch jetzt nicht so wirklich großartig erfreut. Goldman Sachs
ganz großartige Zahlen. Die haben offenkundig auch von diesem Reddit, von dieser Reddit-Euphorie in diesen Meme-Stocks durchaus mit profitiert. Die Aktie im Plus, aber auch nicht angesichts dieser Monsterzahlen so toll. Und Wells Fargo, das Problemkind, wieder mal sehr durchwachsen bis schlecht die Aktie im Minus. Heute ist Bernie Madoff gestorben. Er war jetzt 12 Jahre im Knast. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, der ein wunderbares Ponzi-Schema aufgebaut hat. Wir werden ihn in diesen 2020er Jahren noch oft gedenken, denn er wird nicht der Einzige sein. Da sind einige unterwegs mit großer Wahrscheinlichkeit, die einfach noch nicht entdeckt wurden, die also mit extremen Hebel agieren. Dann vielleicht auf Verlusten sitzen, dann aber ihre Bilanz fälschen, würde mich nicht erstaunen. Wir sind in so einer Marktphase, wo das geradezu danach schreit. Aber kommen wir zum Thema Inflation. Wir hatten gestern ja die Verbraucherpreise aus den USA einen Tick höher, größter Anstieg seit 2012. Aber die Märkte haben sich gesagt, oh, hätte noch schlimmer kommen können, nachdem zuvor die Erzeugerpreise ja deutlich über der Erwartung waren. Heute März-Importpreise plus 6,9% in den USA, höchster Wert seit Januar 2012. Exportpreise sogar plus 9,1%, das ist mal ein Schnaps, jeweils zum Vorjahr, höchster Wert seit September 2011. Und wir sehen hier die Inflationserwartungen. Gefragt wurden hier die Großinvestoren bei der Bank of America, die sind auf einem neuen Allzeithoch jetzt im April 2021. Wer davon nichts wissen will, Sie ahnen es, das ist die Fed, der Jerome, der sagt, ja, das ist transitory, also vorübergehend, und wenn, dann haben wir die Instrumente, gell, ja, welche, Jerome, welche jetzt genau, Zinsen anheben können wir nicht, weil sonst uns die Staatsschulden durch die Decke fliegen. Wir können ein bisschen tapern, das hat er heute nochmal gesagt. Also wir werden sicherlich tapern, bevor wir die Zinsen anheben. Aber es ist doch faktisch so, die Fed, so hat das Sven Henrik hier auch bezeichnet, tut so, als würden wir noch in der größten Krise sein ever. Das ist vielleicht in Europa der Fall, in den USA allerdings nicht mehr dabei. Spielen die Märkte schon die greatest economy ever? Also irgendwie passt das nicht zusammen. Und deswegen gibt es eigentlich auch überhaupt keinen Grund, jetzt noch QE zu betreiben durch die Fed. Das ist alles relativ schwachsinnig. Der einzige Grund ist, weil man letztendlich gar nicht anders kann, weil man gefangen ist. Man kann letztendlich nicht wirklich rausgehen aus der Nummer, sonst würden die Märkte aus der Kurve fliegen. Die rotieren sich ja eh schon zu Tode, dann würden sie direkt aus der Kurve fliegen. So viel scheint klar. Das ist, oder muss man sich einfach nochmal vorstellen, was wäre mit den Märkten, mit den Aktienmärkten, wenn die Fed jetzt nicht da wäre. Und wir haben in Sachen Inflation heute auch die Tatsache, dass Coinbase an den Markt gegangen ist. Natürlich wie erwartet Ausgabepreis oder die Indikation 250, und wir sind jetzt mindestens $100 drüber. Damit ist man so viel wert wie die New York Stock Exchange, die Nasdaq und die Deutsche Börse gleich zusammen. Wow. Warum nicht, gell? Also ist ja möglich. Das hat sich angedeutet, dass das so kommen wird. Alle wollen hier rein sich investieren. Da sind natürlich die Margen dieses Unternehmens sind natürlich hervorragend, weil die Kosten für diejenigen, die sich da tummeln, extrem teuer sind, die also an der Coinbase traden. Das ist extrem teuer. Ich hatte heute Morgen gesagt, das erinnert so an die 1990er Jahre, als Traden noch richtig teuer war. Inzwischen ist es ja so, wer bei E-Trade, Ameritrade, wo auch immer handelt, Robinhood, der handelt ohne Gebühren anscheinend. Man holt sich dann hintenrum schon noch irgendwo rein bei den Brokern, aber sei es drum. Und wir haben jetzt, Bitcoin hatte die eine Billion Marktkapitalisierung erreicht und insgesamt die ganzen Kryptos haben jetzt eine höhere Marktkapitalisierung als Apple. Das ist auch ein neuer Rekord. Auch das ist in gewisser Weise Inflation. Und wir haben hier vor allem in Europa ja noch ein bisschen was Corona-Krise. Jetzt hier eine Analysefirma, die gesagt hat, also ohne Johnson & Johnson, diesen Impfstoff, nehmen wir mal an, der kommt nicht. Der wird wahrscheinlich wieder genehmigt, aber die Leute wollen wahrscheinlich, wie bei AstraZeneca, eben sich nicht mit Johnson & Johnson dann impfen lassen. Das wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich erst 75% der Leute geimpft haben, dann im Dezember, so dieses Analysehaus. Das wird also die ganze Geschichte deutlich nach hinten verschieben. Dänemark hat jetzt die Impfungen mit AstraZeneca komplett gestoppt, wieder. Das wird wahrscheinlich dann woanders auch passieren. Dänemark waren auch die ersten, die
dann auf diese ganzen Thrombose-Geschichten reagiert haben, das mal ausgesetzt hatten mit der AstraZeneca, dann sind andere gefolgt. Also davon kann man ausgehen, dass die anderen dann wahrscheinlich auch irgendwann die Impfungen stoppen. Und jetzt ist es so, dass die EU-Kommission offenkundig beschlossen hat, die Verträge mit AstraZeneca und Johnson & Johnson nicht zu verlängern. Kann man ja machen, die würden nächstes Jahr auslaufen. Allerdings muss man dann darauf setzen, dass diese mRNA-Impfstoffe wie von Moderna und von BioNTech Pfizer auch wirklich funktionieren. Wenn nicht, dann haben die ein Riesenthema. Dann wäre das, wie Daniel Stelter hier sagt, ein erneuter Inkompetenzbeweis. Dann müsste nämlich Uschi dann wieder bei AstraZeneca und Johnson & Johnson anrufen und sagen, wir würden haben jetzt doch uns anders überlegt haben wollen, dass wir vielleicht doch, geht das jetzt noch? Und dann wären wir wieder da, wo wir ohnehin schon sind. Wenn wir uns mal die Todeszahlen anschauen, die jetzt offenkundig wieder nach oben gehen, es waren ja hier in Deutschland immer so über 200 Tote, das war eigentlich überschaubar angesichts der Anzahl der Infektionen. Hier sehen wir, dass Europa ganz klar führt, die United States stagniert. Und United Kingdom deutlich nach unten gegangen, also Europa ist hier am schlechtesten dran, eingesperrt für immer, Notbremse in Deutschland, also jetzt wird natürlich der Lockdown ins Unendliche verlängert, obwohl die Leute sich eben drin anstecken, die Außeninfektionen, also an der freien Luft, liegen im Promillebereich, wie Aerosolforscher gezeigt hatten. Ich hatte das gestern im Video auch thematisiert. Aber es ist nicht Europa, auch in Asien geht die ganze Geschichte wieder richtig los. Thailand, Südkorea, Philippinen, dort stark steigende Zahlen. Wir erinnern uns ja, kürzlich hat der China gesagt, unser Impfstoff nicht so wirklich wirksam. Aber hier geht es jetzt auch wieder los. Ob das von den Märkten so richtig eingepreist ist, ist die Frage. Und apropos China, da gibt es weiter Spannungen mit den USA. Jetzt hat Chinas Militär eine große Übung veranstaltet in der Nähe von Taiwan, während eine inoffizielle US-Delegation sich jetzt wohl trifft mit der taiwanesischen Führung. Das passt natürlich Peking nicht, also dieser ganze Komplex, der schaukelt sich Stück für Stück auf, das gilt auch für Russland. Und die ganze Ukraine-Geschichte, mal sehen, ob die Märkte eines Tages darauf reagieren. Noch ist das Niveau nicht so, dass sie darauf reagieren müssten, denkt man sich. Aber was nicht ist, das kann auch werden. Ansonsten, meine Damen und Herren, ist natürlich alles bullisch. Ja? Alles total bullisch. Wir sind praktisch überhaupt nicht überkauft. Nein, die Aktien sind super günstig, hatte ich kürzlich schon thematisiert. Also es kann im Grunde nur nach oben gehen. Lassen Sie sich von allen anderen Meinungen da nicht negativ beeinflussen. Das Glas ist grundsätzlich halb voll. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.